Ja, der Meindl Nebraska ist ein Lederschuh, das gefällt mir sehr gut. Der ist nicht aus Synthetik, sondern aus weichem Leder. Sehr haltbar, innen sehr gut ausgepolstert. Er hat eine sehr gute, hohe Schnürung, die auch weit nach unten geht. Wenn man einen schmalen Fuß hat, kann man den hier gut fixieren. Und je nachdem, ob man dicke oder dünnere Socken hat, lässt sich eben der ganze Fuß auch anpassen und man hat einen guten Halt im Schuh. Ganz super finde ich hier die Sohle. Ja, das ist nämlich eine Gummisohle, die auch einen perfekten Grip hat. Manchmal hatte ich schon Schuhe, die, wenn es so nass ist wie hier, ja, teilweise auf so Steinern oder auch auf hier auf dem Boot oder so total glitschig waren. Was bei diesem Schuh auch sehr gut ist, ist, er hat hier eine bis nach vorne gehende Dämpfungseinlage, so ein Schockabsorber. Die meisten haben das ja nur hinten in der Ferse. Hier geht der Schockabsorber bis nach vorne. Das heißt hier, egal ob der Weg jetzt sehr steinig ist oder mit Split, man hat immer einen weichen Tritt und nichts drückt durch. Das ist ein sehr angenehmes Laufgefühl, das man da hat. Und dann natürlich bei Meindl ja üblich, was sehr gut ist. Das ist eben auch die R-Aktiv-Sohle, die herausgenommen werden kann. Und damit kann man den Schuh dann auch besser trocknen. Sollte man auch immer rausnehmen, von der Tour kommt. Und das getrennt trocknen lassen. Das ist auch eine wichtige Sache. Dann bleibt der Schuh auch schön frisch. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu diesem Schuh? Den Meindl Nebraska, den kann ich also uneingeschränkt empfehlen. Wichtig ist immer zu wissen, okay, für was verwende ich den Schuh. Der ist wirklich super ideal, um weite Wanderungen zu machen. Hier in jedem Gelände bietet einen super Halt. Wichtig, deshalb habe ich euch in anderen Videos auch schon meine überknöchelhohen Trekking- und Bergschuhe vorgestellt. Sobald es in bergiges Gelände geht, ja, sobald ihr auch nicht nur ein Daypack auf dem Rücken habt, sondern einen schweren Rucksack, ja, dann empfiehlt sich immer ein Schuh, der über die Knöchel geht und der auch dem Fuß einen sehr guten Halt bietet, ja, sodass man verhindert, dass man sich beim Gehen, gerade wenn man einen schweren Rucksack hat, dann wisst ihr, wie das ist, ruckzuck knickt man mal ab. Ja, und hier jetzt zum Beispiel in Schweden, mitten im Gelände, da wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich ein Rettungshubschrauber kommen, ja, dann wird es relativ unangenehm. Also das Schuhwerk ist mit das A und O, wie zum Beispiel jetzt natürlich auch die richtige Regenbekleidung hier. Aber da achtet drauf, also wählt den Schuh entsprechend für euer Unternehmen, das ihr vorhabt, ja, für die Tagestouren, wie gesagt, ja, für Wanderungen mit einem Daypack, ja, in jedem Gelände, ja, perfekter Schuh, kann ich euch echt empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir ein Like zu geben, ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Hans. Grüße aus dem Abenteuerland, macht's gut, ciao.